Ist gut so? Noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Ja, es tut mir einfach den Rücken ein bisschen entlasten. Ja, geht es Ihnen dann wieder ein bisschen besser? Ja, viel besser. Ja, dann verbrauchen Sie mich ja nicht mehr. Ja, aber mal, jetzt habe ich aber wieder grausame Schmerzen. Hui! Ja, grüezi miteinander. Die sind für Sie. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja, ich habe aber lang gehabt, bis ich die gepflückt habe. Ah, da hinten hat es gerade eine leere Vase. Ja, ja. Sie, Frau Doktor. Ich bin keine Ärztin, ich bin Krankenschwester. Was? Sie sind im Kranken seine Schwester? Pflegerin. Aha, ja, sie, mir tut alles weh. Ich sollte unbedingt mal zum Arzt. Ja, ich glaube eher zum Augenarzt. Nicht schlecht, hä? Ja, hast du ihn dabei? Was? Ja, der Wein. Aha, ja, logisch. Den habe ich an dir auf den Tisch gestellt, wo ich reingekommen bin. Oh, oh, da haben wir doch hier den Wein. Ja, das ist denn aber lieb. Zum Wohl! Ein Bordeaux, hä? Ja, ja, ist noch fein, hä? Ja, da kannst du mir schon noch ein bisschen mehr reinlassen, hä? Ja, nein, nein. Weißt du, zu viel ist nicht gesund. Ja, wie geht's denn dir überhaupt? Ja, nicht so gut. Ich werde langsam alt. Ich muss, glaub ich, mein Bergrestaurant weitergeben. Ja? Oh, ja. Oh, das ist aber eine super Idee. Ja, weißt du was? Nimm doch noch etwas von dem, das ist doch gesund. Ja, komm, kannst doch alles haben. Oh, schau da. Da. Bist du bequem? Ja, ja, ja. So schön, hä? Ich gebe mein Bergrestaurant an einen Angestellten von mir. Was? Ich habe nicht. Ja, ja, aber doch. Kümmerst dich jahrelang um den besten Freund, oder? Und wenn es dann mal ein bisschen schlecht geht, geht es ins Bergrestaurant irgendeinem Angestellten weiter. Das glaube ich aber nicht. Und das Küssen ist doch auch ganz. Aber das ist doch. Das ist ganz anders gewesen vorher. Ich sollte das Bett machen. Ja, nein, nein, ich mach das schon für Sie. Das ist aber lieb, ja, vielen Dank. Wobei, es strengt mich schon ein bisschen an. Also, es braucht mich schon ein bisschen. Das heisst, ich habe kaum noch Luft. Dann verbrauchen Sie ein bisschen Sauerstoff. So, jetzt machen wir das Bett aber richtig. So.
ja, so ja. Ist alles gut gegangen? Ja, ja, Schwester. Sie müssen nicht mehr extra betten. Yes! Schwester, ich habe so ein bisschen Druck auf der Brust. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Ja, Hallöchen. Ja, Sie sehen heute aber gut aus. Ganz einen schönen guten Morgen. Ja, gutes Morgen, ich wohl. Ja, sind schon alle da. Ciao. Hehe, die werden ja auch, hä? Oh, Fräulein, die schöne Fräulein. Alfons hat nur muss er flicken die Reparaturen, weißt du? Sein ganz vieles ist kaputt und Alfons hat alles wieder flicken, damit es wieder gut Strom und wieder gut liegt und so. Ich glaube, jemand fehlt noch. Jetzt. Wie geht jetzt da schon wieder? Grindelwald. Ich glaube, du bist nur im Winter kalt. Ciao zusammen. Ah, die sind schon da. Ich habe gemeint, sich der Erste hätte ja gar nicht so Mühe, sein Juffle. Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen. Meine sehen ganz mir nicht so besonders gut. Oh, was aber. Wir waren so ein gutes Team, das mir immer sehr viel Freude gemacht hat. Ich habe mich entschieden, mein Bergrestaurant weiterzugeben. Oh. Und zwar jemandem von euch. Ja, treue Mitarbeiter und Mitarbeiter. Innen? Ja, innen, ja. Also das Wichtigste an so einem Restaurant ist ja eigentlich immer eine gute Küche. Darum gibt es ja nur einen, der das Bergrestaurant könnte übernehmen. Und das ist der Koch. Ja, aber du bist doch der Koch. Ich finde das toll, dass der Vorschlag von dir kommt und nicht von mir. Was, Kokosef? Ja, sicher nicht diese Kokosef. Muss ich sie Strom ersäffen? Was mag er, wenn ich sie Strom kaputt? Ha? Dann muss ich fliegen mit die, mit die Werkzeug. Ja, aber du, Alfonso, wenn du Chef bist hier oben in diesem Bergrestaurant, dann kannst du ja gar nicht mal Strom erschaffen. Oder? Ja, sicher nicht. Wenn ich Alfonso Seffe ist, Seffe Stromer, oder? Ja, halt mal, Alfonso, das geht nicht. Ich bin der Chef, oder? Einmal Chef, immer Chef, oder? Da braucht es jemanden mit Führungsqualitäten, oder? Der kann sauber Befehl geben. Einen, der eine sympathische Ausstrahlung hat. Ausgerechnet du mit deinem fürchterlichen Dialekt. Also mit dieser Zürichschnurre kommst du das hier oben also gar nicht an. Alfonso, glaube ich, du hast auch Zürichschnurre, oder? Zürichschnurre, Alfonso, Zürichschnurre. Und lass dich nicht provozieren von diesen Schnäpfen. Frenzi. Ja, aber wer sind denn Sie? Ich? Aha, ich bin der Liftboy. Ja, aber wir haben ja gar keinen Lift. Ja, aber das ist das Erste, was ich reinmache, wenn ich den Krachen nicht bekomme. Das sagt er auch schon. Scheiss mich doch an, da jedes Mal die Stegen auf- und ablaufen, oder? Da. Ja, aber die Augen, die kommen mir so bekannt vor. Lüpfen Sie mal den Hut. Ja, das bist ja du. Ja. Aber raus jetzt! Da innen sind nur Leute, die bei mir arbeiten! Hey, dass der mich jetzt in dieser Verkleidung kennt!
Also, wenn dann der muss gehen, oder? Dann kann aber der Strubbelpeter auch verreisen. Was, Strubbelpeter? Warum sagt der Strubbelpeter zu Alfonso? Ich möchte wirklich nicht tädeln. Aber der hat jetzt also noch nie geschafft. Sigrid, Strubbelpeter ist Alfonso, oder? Ganz Sigrid, Alfonso, gute Jahre, oder? Ich glaube, ich muss gar nicht lang laufen. Ich glaube, es ist klar, wer da der Chef ist von diesem Hotel. Das bin ich. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass da eine Frau Chefin wird in diesem Bergrestaurant. Ich kann ja das gar nicht zulassen. Ein Strom als Chef, ja, das glaube ich ja gar nicht. Da gibt es doch nur einen und das ist doch der Koch. Der Cookie. Du bist der Chef von der Cookie. Ja, komm, sicher nicht. So wie du magst Spaghetti, aber ganz sicher nicht, ist ein guter Chef von der Cookie, oder? Es gibt doch nur eins, dass der Koch das Restaurant übernimmt. Das reicht aber langsam. Aber wenn es nicht böse wird, dann könnt ihr aber was erleben. Und noch mal die Jahre. Und das kann man ja auch schon. Jetzt ist aber Ruhe. Ich habe schon gewusst, dass ihr euch nicht einigen könnt. Darum habe ich mir etwas ausgedacht. Und zwar gibt es ein Rennen. Und der Start ist am Lauberhorn. Und wer das Rennen gönnt, der kommt mein Bergrestaurant über. Ist das allen klar? Also abfahren! Lange Billen einer! Ja, das sind ja Zäpfli! Ja. Und jetzt noch meine Hühnersuppe. Das Hühnersuppe muss ich auch noch ein bisschen würzeln. Und da noch ein Schlägli von der. Ja, jetzt ist mal das Ganze noch. Ja. Ja, ich habe ja super Hände, das macht gar nichts. Es gibt im Gegenteil noch die Gewürze drin. Aber das Lauberhornrennen, das darf ich nicht vergessen. Ich habe ja gar kein Ski. Wie soll ich denn da? Jetzt kommt mir aber auch noch eine super Idee mit der Pfanne. Kann ich doch runter. Da kann ich die als Ski und kann doch so hopp. Und hier haben wir doch noch die Stöck. Da können wir einfach so runter und voll runter ab. Und dann kann ich einfach so bremsen. Morgen ist ja schon das Rennen. Und ich bin ja noch gar nie Ski gefahren. Das hätte mir doch jemand zeigen. Ja, sie kenne ich doch. Oh, mich kennt man halt überall, gerade sofort. Aber ich habe gerade keine Autogrammkarte dabei. Wissen Sie, ich habe morgen ein Rennen am Lauberhorn. Sind Sie auch schon dort oben? Wo hast du denn das Gefühl, wer vor dir steht? He? Hast du das Gefühl, ich sage da den Walliser? Wie heisst er? Der Bodemann. Mein Bodemann. Ja, ja, genau, der, ja, ja. Könnten Sie mir ein paar Tricks zeigen? Ja, da gibt's kein Trickli. Grind oben und säckeln, oder? Ah, der Spruch ist von Ihnen, den habe ich doch auch schon gehört. Ja, sicher ist der von mir, oder? Also, dann fangen wir gerade mal an, kehre dich mal um und gehe in die Hocke, hä? Ist gut so. Ja, aber muss schon ein bisschen runter, oder? Ja, das zieht aber grausam mit der Oberschenkel. Ja, aber da musst du runterpuppen, jawohl. So, jetzt kannst du Leute lassen. Grindelwald. Hey. Hey, ich glaube, ich muss wieder mal eine andere Melodie machen. Die, 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 die. Ja, das ist nicht gut. Yeah, ich kann mich aber auch nicht konzentrieren bei diesem hohen Tempo. Ich hätte vielleicht gleich einen Bremsfallschirm mitnehmen. Ja, wenn ich nicht ganz genau weiss, wie muss man gehen, bevor die Rennen. Chef, Alfonso, nicht weiss, wie muss ich fahren von den Blaubeerhornen? Das heisst Lauberhorn, Alfonso. Aber wenn Alfonso steht auf dem Ski, geht er nicht die Fuhre, geht er nicht die Hindere. Ja, ich kann ja auch nicht Ski fahren, aber jetzt habe ich eine sensationelle Idee, wie wir das Rennen gewinnen. Hey, René! Hey, hey, hey! Gib mir die Gas mit!
Es ist ein ganz schnelles Auto. Aber weiss Alfonso nicht genau, was mit diesem Auto kostet, ganz viel. Ja, ich weiss schon, wie mir das besorgen könnte. Aber Chefe, Chefe. Du, Chefe, was ist jetzt genau? Chefe, wie ist jetzt genau mit dem Plan? Wir gehen jetzt hier rein und klauen die Wägeli. Super Pläne! Also geh voraus! Ja, geh voraus! Was geh voraus? Du gehst rein und ich bleibe da und stehe Schmierköpfchen. Ah, Köpfchen, natürlich! Mach mal vorwärts, Alfonso! Ja, super, Alfonso, bring den Karren schön! Schön, danke vielmals, Alfonso, ich muss nur noch deinen holen. Was? Alfonso hat den Weg geholt? Ja, ist so gut, ist so gut. Aber Alfonso Gardini muss ja schmieren da. Ja, natürlich tun ich mir da. Ja. Schön, das Rennen Gummi, du, das Rennen Gummi. Schön, Alfonso, schön, jetzt haben wir doch beide das Kerli. Jetzt musst du nur noch. Wo hast du denn deine Fackeln? Habe ich in deine Tasche nicht tun. Was? In deine Tasche nicht tun. In meine Tasche? Ja. Ja, das Wichtigste beim Skifahren ist immer, dass man schön warm bekommt. Noch die Kniebüge, 1, 2 und 3. Hopp, hopp. So, die Sicherheitsbedingungen noch mal kontrollieren, das ist gut. Und die Skistopper schön, das sitzt alles in Ordnung. Ja, aber schau mal den Koch, du. Aber der Koch kann ja wirklich nicht mehr anfahren in im Schrank. Ja, ich meine, das ist eine todsichere Sache für mich. Sogar der Alfonso ist noch nicht da. Ja. Also, sehr schön. Ja, es ist ein gutes Auto vor Vinto di Vegrestrette. Alfonso, ganz sicher, die Kunde, die Rennen. Ja, aber Gott, Tommy, wo bleibt denn dir? Ja, da kommst du ja endlich. Schon da. Ja, was heisst denn da, schon da? Die wollen schon lange starten. Wo hast du denn deine Ski? Ja, ich kann ja gar keine Ski, weil ich kann ja gar nicht Ski fahren. Aber jetzt machen wir eben einen Trick und dann können wir das Rennen. Ich stehe hier einfach vorne auf die Ski und dann können wir einfach zack und fort und weg. Ja, Alfonso, du musst wieder ganz genau draussen, warum ist das Wetter immer gut? Alle aufstellen, aber ein bisschen hart jetzt. Aber Alfonso, da sind alle hier. Sisi, Alfonso Tomba ist bereit. Hey, wo ist der Walter Vogel? Walter, Otter, Omane, Grindelwald. Uiuiuiui. Jetzt denkt es mir aber nicht mehr so schnell wie vorher. Ja, ich habe ja Zeit. Wir müssen anfangen, wenn nicht alle hier sind. Achtung, Achtung! Wir müssen jetzt loslassen. Wir müssen achtigen ungefähr auf der Strecke. Schlechtes Wetter. Achtung! So, jetzt ist alles so gut. Jetzt kannst du starten machen. Alfonso ist bereit. Achtung! Auf die Plätze! Weg! Los! Du bist eine super Idee mit dieser Karre. Jetzt muss ich nur noch den Alfonso holen.
Aber es ist noch schön da zusammen. Ja, fahren wir so. Also mich tut bei mir vorher gerade nicht viel. Ja, aber Gottverdammt, da musst du doch jetzt aufgeben. Die sind ja schon fast unten. Ja, aber du bist doch der Rennfahrer. Lass doch mal da Leute. Ja, aber dann nicht mehr raus. Ja, aber das kann man anders vorstellen. Das ja, ist ich bin ja. Also so finden wir nie. Ich habe so eine bessere Idee. Ja, aber so sehe ich ja gar nicht. Ja, finden wir so ohne. Ja, ich wäre, glaube ich, doch gescheiter mit dem Boden angegangen. Ja, ja, schön, schön, vorsichtig. Ja, gut Dinge will Weiler haben, ja, schön. Laufen lassen, schön, jetzt in die Hocke, schön. Und die Kurve nimmt gerade wieder, hockt er besser. Ja, das ist doch gut. Ja, schön, ja, das geht aber ganz flott. Das Rennen des Günni, ja, haha. Ja, hoho, das ist gerade der Tipp. Oh, oh, oh. Oh, 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 ja, mein Pfanne ist ja runtergefallen. Oh, jetzt bin ich ja verloren. Wo muss ich denn da überhaupt hin? Ah, da hätte ich ja einen Wegwiese. Nach Wengen musst du da durch. Ja, so, jetzt muss ich aber hopp, ja, oh, nach Wengen jetzt aber da durch. Hopp. Oh, oh, ich sehe ja gar nicht mehr. Ich komme immer schneller und ich kann ja gar nicht mehr sehen. Oh, oh. Ist das der Einlauf vom Ziel? Ja, wenn das noch so lange geht, dann könnte ich vielleicht ein Liedchen kompostieren. Genau. Das ist aber extrem verstimmt. Ja, das geht trotzdem. Eh? Ui, der Bergrestaurant ist Alfonso, ich Alfonso. Italia, Italia. Oh, was ist hier mit der Reife? Was ist hier mit der Reife? Oh, muss die Boxen stoppen machen. Oh, go, oh. Jetzt schnell muss der Hose die Luft in die Reife. Jawohl, schnell, schnell. Und der Brunnen putzen. Muss der Brunnen putzen. Oh, jetzt ist er gut. Gut, wie die Fahrer. Oh, 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 oh. Italia, Italia! Oh, ciao bella! Ciao! Io sono Alfonso, ciao! Ciao! Oh, oh. Gut, hat Alfonso die Augenbrille an? Ja, komm. Ja, hoi! Wie geht's denn so? Oh ja, Focke tut mir ein bisschen weh. Du, wie sieht's jetzt aus mit dem Nachfolger? Ja, du hast recht gehabt. Ich geb's jetzt doch nicht an meinen Angestellten. Ja, komm, ja, das ist aber super. Hey. Schau mal, ich hab dir hier noch etwas mitgebracht. Praline und ein Geschenkli. Ja, das ist denn aber lieb. Ja, was ist denn da drin? Habe ich vergessen. Du, ich werde das Bergrestaurant in deinem Sinn weiterführen. Danke vielmals. Ja, aber du kommst es ja gar nicht über. Ich gebe es der Krankenschwester Sonja. Ja, die hat mich jetzt so lieb gepflegt. Was, die Krankenschwester Sonja? Ja, aber das glaube ich nicht. Da ist es nicht. Also glaube ich. Geschenkli kommt er von mir über, immer geht's ihm gut, wenn ich komme. Gibt ihr das der Krankenschwester? Ja, Sonja. Ja, schön, dass Sie auch wieder mal da sind. Sie hören Sie, Frau Schwester. Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie mir einfach an. Ja. Oh, Sie, schauen Sie mal. Da haben Sie noch Ihre Händchen verloren.